Ja, Frau Stadtrat, Sie haben in Korneuburg an einer außerkommunalen Begleitung des Instituts Malik teilgenommen. Auch in Weidhofen ist das jetzt ein Thema. Jetzt fragen sich die Gemeinderäte und die Bürger natürlich, wie darf man sich das vorstellen? Wie läuft das ab? Das haben wir uns auch gefragt, wie man sich das vorstellt. Und Malik hat uns das auch erklärt, ganz so war es dann nicht, wie Malik uns das erklärt hat. Also im Prinzip ist es ein Wochenende mit Bürgerinnen und mit Angestellten der Gemeinde plus Politik. Und da sollen gemeinsam Ideen gefunden werden, das Budget zu sanieren. Ich war von Anfang an sehr enttäuscht, dass die Ideenfindung sehr kurz nur gedauert hat, nämlich eine halbe Stunde oder so. Sprich, es war nicht sehr viel Brainstorming, es war dann eigentlich nur das Konzentrieren vorhandener Ideen. Und das hat mich, also das war für mich ein Punkt, der massiv zu kritisieren ist. Sie haben gesagt, es sind Angestellte der Gemeinde und von den Parteien und eine dritte Gruppe. Der Stadtrat Kramer, Finanzstadtrat, hat mich gefragt, Wie wird diese dritte Gruppe aus der Bürgerebene eigentlich zusammengestellt? Ist das eine Auslosung? Ist das, kann man sich da melden oder wie ist das? Also in Korneuburg wurden konkret Menschen angesprochen, von denen man halt gedacht hat, dass die besonders geeignet wären. Und natürlich wurden die in erster Linie von der Bürgermeisterpartei angesprochen, sagen wir mal so. Bei uns läuft gleichzeitig die Stadterneuerung. Es waren einige dabei, die bei der Stadterneuerung aktiv sind. Und es waren ja aus der Wirtschaft etc. Das ist dann mehr oder weniger von der Politik ausgesucht worden. Interessant, Sie haben gesagt, es sind drei Gruppen. Einerseits aus der politischen Ebene, dann von der Gemeinde. Aber das sind ja eigentlich Menschen, die sich tagtäglich mit diesem Thema auseinandersetzen. Warum müssen Sie die eigentlich dann drei Tage noch einmal klausurmäßig zusammensetzen? Also prinzipiell finde ich es ja gut. Die Zusammensetzung war prinzipiell okay. Mir wäre nur wichtiger gewesen, dass man viel intensiver sich mit neuen Ideen befasst, anstatt die paar alten aus dem Hut zu holen und wieder neu zu betrachten. Das war eigentlich das Grundproblem. Es war eben dieses Ideenfinden, wie man den Gemeindebudget sanieren könnte. Das ist sehr, sehr kurz gekommen und dann ist nur mehr ins Detail gegangen worden. Also wenn drei Tage klausuriert wird und wir überlegen uns drei Tage lang mit herumreden, was wären jetzt vielleicht neue Maßnahmen, die man setzen kann, wo könnte man neue Geschäftsfelder erschließen oder irgendwas anderes, was man vielleicht wirklich nicht mehr braucht, entsorgen, das wäre sinnvoll gewesen. Aber eben dieses Brainstorming, das Nachdenken, das hat in Wirklichkeit eine halbe Stunde gedauert. Zwischenfrage wieder. Aber das kann doch nicht 500.000 Euro kosten, eine Klausur von drei Tagen. Nein, also die Klausur war ja nur der Anfang, wobei die hat schon einen ziemlich beträchtlichen Teil der Summe schon verschlungen. Ja, es geht dann schon noch weiter und es gibt dann noch weiter die Beratung, wo Malik einfach einmal im Monat oder so kommen sie jetzt derzeit auf die Gemeinde. Es geht dann auch um die Umsetzung dieser Maßnahmen, die man sich bei der Klausur ausdenkt. Und das einzig Positive, was ich jetzt bei uns in der Gemeinde sehe, was davon überbleibt, ist, dass die Verwaltung ein bisschen mehr Projektmanagement lernt. Also das ist doch ein positiver Aspekt, weil das ist was die Verwaltung im Prinzip ja jetzt nicht im kleinen Finger hat und was auch die Gemeinden viel mehr trifft, dass einfach Projekte umgesetzt werden. Und dass das ordentlich abläuft, so mit Ziel und Masterplan und Punkte und wie erreiche ich was, Meilensteine. Das ist schon sinnvoll gewesen, dass da mal ein bisschen Schulung passiert. Wobei das ist auch keine 500.000 Euro wert. Ja. Wenn ich Sie jetzt fragen würde, empfehlen Sie Weidhofen Malik? Was sagen Sie dann? Nein, ich würde es nicht empfehlen. Ich würde empfehlen, sich noch andere Beratungsinstitute anzuschauen. Es gibt doch andere. Also das System hat mich nicht überzeugt und das Problem ist ja auch, dass der Vorschlag vom Land kommt und vom Land propagiert wird und das Land hat ja selber nur als Integrationsleistungen ausgeschrieben. Integration ist eben dieses komische Zusammenspiel, wie man dann diese Ideen filtert. Das ist alles. Ja? Und das ist geschützt und das ist teuer.
Ihre Integration, Ihre Syntegrationsarbeit hat gestartet im Jänner. Also es müsste eigentlich, wir haben jetzt Ende September, es müsste ja schon etwas sichtbar sein und beziehungsweise es müsste etwas im Laufen sein. Kann man das so feststellen? Es ist einiges im Laufen. Aber die Dinge, die im Laufen sind, wären auch ohne die Syntegration passiert. Ja, also es ist eben diese Syntegration nicht so, wie ich mir das vorgestellt hätte oder viele von uns, dass man neue Wege beschreitet. Ja, es waren einfach die Ideen, die eh schon da waren, da helfen sie uns jetzt ein bisschen beim Umsetzen. Ja, aber mehr ist es leider nicht gewesen. Das Neues habe ich nicht entdeckt in dieser Syntegration bis jetzt. Es ist einiges zu kritisieren gewesen. Ja. Es gab nie eine Feedbackrunde, eine vernünftige. Es gab nie die Möglichkeit, auch anonym ein Feedback einzuholen. Der Herr Sobotka unterstützt es mit viel Geld, dann könnte er ja auch die Betroffenen oder die mitgemacht haben, direkt fragen, was haltet ihr davon? Ja? Und zwar so, dass man ohne Namensnennung eine Meinung abgeben kann. Das ist nie passiert. Ja? Also es gab eine Feedbackrunde am Schluss der 3 Tage, wo man aber den Namen oben drauf schreiben musste und jeder Verwaltungsbeamte in dieser Stadt hätte sich wohl gehütet, hier irgendeine Kritik anzubringen. Das kann man nicht machen. Also es ist insgesamt waren da ein paar Punkte drinnen, wo ich mir denke, so kann es nicht wirklich laufen.